Western-Auto, bitte erscheint wieder. Ich habe ja nämlich noch die TV-Sicht und ja, man konnte es so schön begutachten und auf einmal pop, weg. Ja, wir können Sprit sparen, das bringt uns aber leider nicht viel, weil der frisst den Sprit einfach weg, Nick-Nax. Der Mercedes frisst den Sprit einfach. Das ist fast unmöglich, noch mehr Sprit zu sparen. Und alles, was. Also, wir fahren ja schon, gestern ist ja Accentrad auch Map 3 gefahren in der Einführungsrunde, das bringt aber echt alles nicht viel. Der frisst den Sprit einfach mit den 30 Kilo extra. Also ich meine, wir hatten zwischenzeitlich gestern auf Map 1 4,4 Liter Sprit verbraucht. Das ist einfach insane. Ach, sie sind wieder da. Telemetrie Labs auf 99 hast du gesagt, ne? Ja, genau. Okay, hab ich. Das Podium muss sie einreichen und dann kann es noch ein weiteres Team zufällig erwischen. Wir wollen einfach nur mitschauen, dass da nicht gescheatet wird oder sowas. Ja, klar, alles gut. Dwayne's moin. Top, mach ich wieder kurz auch aus. Ne, die 30 Kilo, also die ganzen extra Gewichte auf den Autos, ist hier Balance of Performance von der Rico. Second Funk-Check. Test. 1, 2, 3. Test bestanden. Ja. Ist das bei euch auch so laut? Mhm. Boah, fliegt's Ohr weg. Bei mir ging's anscheinend, habe ich ihn wohl schon mal leiser gestellt. Und dann höre ich ihn wenigstens. Das stimmt. Nee, 4,4 Liter pro Runde. An Auto. Pro Runde. Wie lang ist Monster? 5 Kilometer? Mhm. Gut, dann habe ich, so wie es aussieht, alles eingestellt. Ich hoffe, der Reifendruck stimmt jetzt. Bin dann eben auch ungefähr bei 17,25 gefahren. Da hat es eigentlich relativ gut gepasst. Na dann, dann passt das doch. Sei mal optimistisch jetzt hier. Wir starten von P1, Alter. Jo. Müssen nur Kurve 1 überleben. Wobei, wir haben da sehr große Chancen. Hinter uns wird es wahrscheinlich knallen. Wann wird Full Course Yellow ausgerufen? Zum Beispiel, wenn ein Team Disconnect hat und wieder neu draufsteuern will, um halt Lags zu vermeiden. Wenn andere Teams die anderen Full Custom Liveries hat, wird ein Full Course Yellow ausgerufen. Alle hauen den Pit Limiter rein, dann fahren alle schön langsam und dann kann das Team, was ein Disconnect hat, wieder raufsteuern. Dann gibt es meistens ja für die Leute, die halt die anderen Liveries drauf haben, mega großen Lag, um halt dann dadurch Unfälle zu vermeiden, wird halt der Full Course Yellow ausgerufen. So, ja. Steht immer vor, du hast irgendwie in der schnellen Rechtskurve oder sowas und dann hast du den 2 Sekunden Lag oder sowas, dann bist du weg vom Fenster. Askari, bumm, bist du in der Mauer. Dann willst du ins Teamspeak gehen fürs Rennen? Bin ich? Achso, ja, ja, warte, mach ich noch schnell. Ja, mach ich, wenn ich stehe, oder? Ach, keine Ahnung, warte. Funk check. Check. Okay, sind wir hier im Teamspeak? Hallo. Check. Ja, sollte sein. Okay. Gut. Schön. Dann toi. Und dann mal los. Oh nee, unser Schwesternteam ist schon wieder verschwunden. Vielleicht ist es nur optisch. Hoffe ich mal. Ja, wird schon gehen. Wird schon gehen irgendwie. Oh, jetzt sind wir wieder da. Ich hatte einen Leck gehabt. Ja, ich hatte auch gerade einen Leck gehabt, ja. Alrighty, let's go. Wir stehen aber in der Box. Das ist ja das auch ist richtig ärgerlich. Das ist erstmal ein Handicap, ja. Bei Terrorbomb crasht wohl das Game andauern. Oh shit. Emsen, moin, was geht? So, dann, meine Damen und Herren, 9 Stunden Monza. Anpfiff, ladies and gentlemen. Get your wiggles ready.
Let's go. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Sieht das Auto nicht wunderschön aus? Oh, Monster ist ganz und gar nicht langweilig, du. Da wart mal ab, Monster ist richtiger Krimi. Also gestern das erste Rennen war schon wild. Ja, vor allem der Start ist immer auch sehr wild. Arek, dankeschön für 7. Auf 1 sind wir rausgekommen. Gut, Santan, toi, 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 du machst das. Ich melde mich mal hier schon mal im Teamspeak. Er macht die Reifen und bremst mal. Ja. Ich bin da als Spotter. Zentrum. Alles klar. Ich bewerf dich mit Infos in Runde 1 dann. Jo. Wir haben übrigens kein Sheet für das Rennen heute, Chat. Keins da. Zentren 70 und kein Beschleunigen und langsamer werden mehr. 70 geht fahren. Nicht, wir haben automatisch. Ach so. Oh, das ist automatisch oben. Ich muss das Fenster einhalten. Ach so, das ist okay. Was haben die dann im Briefing? Egal, viel Glück. Was haben die dann im Briefing denn erzählt? Im Briefing haben die gesagt, ein volles manuelle Start. Greenlight, go, go, go. Geht's. Hefe ist direkt hinter dir, mach dicht. Vorsicht. Oh, voll rausgedrückt, ey. McLaren ist direkt neben dir. Was macht der denn? Hallo? What the fuck? Fahr einfach weiter. Lass dich nicht ärgern. Aber was soll ich da machen? Mann? Alles gut, fahr weiter. Jetzt holen wir alles raus.
Also das fand ich geil. Alles eben, gut. Sorry. Das ist egal, ich bin drin. Fokus, komm. Egal, hol mal raus. Zack ist einfach, fahr. Wilder Start. Ja, sehr wild. Ach, Boris, wie immer. Wie immer. Turn 1, Brecheisen. Zweite Schikane, Brecheisen. Ja. Zentren war schlauer, hat weggezogen, weil sonst wäre Auto gecrashed gewesen. Und dann E5. Richtig. Wir müssen uns positiv sehen. Wir haben keinen Schaden, können normal weiterfahren. Das Rennen ist noch lang. Beide. Boris, beide Schikanen, beide, hintereinander. Also Xandra musste richtig weit ausweichen, um keinen Schaden davon zu tragen. So, unser Schwesternauto ist wenigstens wieder am Hauptfeld. Den Cut haben wir wahrscheinlich noch nicht. Sonst hätte er was gesagt. Oh! Da ist der Ferrari ja wieder. Haben sie den auch gejoinkt? If you can't beat them, eat them. Alles gut, Leute. Ist ehrlich gesagt, ist den hohen Puls nicht wert. Richtig. Einfach tiefer entspannt bleiben. Am Ende gewinnt die Pace, Chat. Am Ende gewinnt immer die Pace auf Dauer. Und die Konstanze. Jo. Wir fahren Double Stints, ja.
Eieiei. Alter Falter. Junge, Junge, okay. Also ich sag gleich, wir haben gleich zwei Plätze mehr. Ja. Also ich würde ein bisschen dahinter bleiben. Die zwei Plätze hast du gleich. Mach entspannt. Aber gut, zum Schrittsparen benutzen. Naja. Brasilianer, wir haben seit gestern wieder Wots an auf Twitch und bei YouTube sind die Wots auch drin. Also du kannst sie sowohl hier als auch bei YouTube gucken, wenn du möchtest. Und du kannst auch auf dem Gaming-Channel, kannst du es dann auch demnächst schauen. Gut, dass er nicht zurückgebaut ist. Felsin, oder? Rennintelligenzzentren. Den nächsten kriegst du auch gleich, warte. Tja, 1000 Stunden ACC-Chat. Ach, hast du sie jetzt auch geknackt? Was? Ja. Ja, nice. Den McLaren kriegen wir auch gleich. Der fliegt auch gleich ab. Essen auf P1. Moin Bentley. Der hat halt jetzt von den ganzen Fights profitiert. Deswegen. Geil, die Schilder sind schon weg. Nimm die Außenmarke, den weißen Strich an der Wand. Das ist dieselbe Höhe. Das hat er eben gefragt, das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Die Marker sind weg an der Rechtskurve. Achso, oh. Dann lässt man zwei oder so. Ja. World Goes Under. Mit ein, zwei Änderungen. Bisschen mehr Flügel. Apex, danke und moinsen. Boah, das war knapp. Das ist gut. Großes, guter Fahrer. Ist auch ein sehr fairer Fahrer. Dann ist er gut. Auf kurz oder lang würde er reinstechen. Also nicht fies reinstechen, aber er wird reingehen. Also ich denke, wenn du ihn irgendwo durchlassen kannst, ohne groß Hickhack, dann lass ihn durch. Oder du setzt dich nochmal ab. Aber zieh das nochmal in Erwägung, weil das war eben gerade schon sehr knapp in T1.
Und auf Dauer müssen wir uns nicht abschießen, sondern lieber den ersten Sinn durchkriegen. Ich kann mich nicht zurückfallen lassen, da sind zwei Essen hinten dran. I know. Der McLaren ist schneller als unser Auto, ja. Der hat kein Zusatzgewicht, also nicht so viel. Wir haben einfach ekelhaft viel Zusatzgewicht. Wir können nicht Map 1 fahren. Also unser Auto wurde halt exorbitant beschnitten. Also richtig krass beschnitten. Dazu kommt noch nur 7 Reifensätze, was uns noch mehr, ja, noch mehr einen größeren Handicap gibt, wo wir durch diese 30 Kilo nämlich einen erhöhten Reifenverschleiß haben. Ja. Also wir müssen richtig fighten jetzt, heute. Mit der Begründung, dass der Mercedes halt im Sprint übelst gut ist und sehr, sehr stark. Aber was halt die meisten, woran die nicht denken, ist, dass das Ding einfach eine absolut ekelhafte Spritschleuder ist. Und dadurch eigentlich, naja, sowieso sich selber schon nervt in einem Endurance-Rennen. Die sind so viel besser auf der Bremse, das hat keinen Windschatten jetzt. Das ist kein Windschatten. Ja, bessere Bremse, gleich weniger Gewicht. Ja, 65 Minuten. Wenn ich nicht blocken müsste, würde ich schon vorkommen wahrscheinlich. Der Pfeffer hat sich abgeschossen. Skari hat zugeschlagen. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Luft. Ist gut. Jo, jetzt betteln sich die beiden da hinten. Das genau. Könnte uns zugutekommen. Richtig, jetzt können wir uns ein bisschen absetzen. Hey, Snooze, moin, ich grüße dich. Twitch, moin. Bist du noch klar? Die Zewige. Keine Chance. Habe ich was verpasst oder war man nicht Fünfter? Der Pfeffer ist abgeflogen. Ach so. Ja, das habe ich ja mitbekommen, aber ich dachte, dadurch wären wir dann Fünfter. Nee, gewesen. Dadurch sind wir Vierter. Oh, wir sind okay. Erster gewesen, dann ist der Pfeffer durch, da waren wir dann Dritter, dann kam der McLaren und dann sind wir nach dem McLaren rein und sind Fünfter. Und der Pfeffer hat sich jetzt abgeschossen, jetzt sind wir wieder Vierter. Das ist so dumm, Alter.
Die Bob ist so kacke, Alter. Die Bob ist so schlecht, ey. Wie du halt überhaupt nicht wegkommst von dem Auto. Ja, weil dass ich bei ihm jedes Mal bremsen einfach. Ja. Überhaupt gar keine Chance mit den extra Kilo. Grüß Gott. Alles gut. Ja, da zwei Plätze weg. Drei Plätze weg. Alles gut. Witz. Alles gut. Witz. Alles gut. Alles gut. Fahr einfach. Alles gut. Kriegen wir schon hin. Was jetzt natürlich gut ist, jetzt kann er sich erstmal in den Rhythmus reinfahren, weil er jetzt erstmal keinen Druck von hinten hat. Wieso muss es die Bob sein? Weil du keine Chance hast, mit dem Auto wegzukommen, Charlie. Unmöglich. Weil wir sind jetzt mit dem Zusatzgewicht circa bei 120 Kilo, während die anderen schon 30 Kilo verloren haben an Sprit. Und damit hast du halt gar keine Chance. Also unser Auto funktioniert erst ab jetzt, weil wir gerade macht das Auto keinen Spaß. Absolut nicht. Okay, fahr einfach weiter. Kriegen wir schon hin. Also die ersten 30 Liter sind erstmal richtig eklig zu fahren. Ja. Und dann fährt sich das Auto normal. Ja, und dann sind wir aber nach 30 Minuten bei dem Zustand, den andere schon von Anfang an haben. Vielleicht ein bisschen viel Zusatzgewicht für ein Endurance-Rennen. Also für die Quali kann ich das ja noch verstehen mit dem Mercedes, aber für das Endurance-Rennen ist das eher so semi. Also dass er, dass er ein guter Fahrer ist, will ich gar nicht abstreiten damit. Also das will ich überhaupt nicht abstreiten, dass hier vorne keine guten Fahrer sind. Ja, uns kommen nur diese 30 Kilo auf lange Sicht halt. Ich komme halt nicht rum, ich verstehe doch gerade nicht warum. Reifendrücke sind optimal. Fahren gerade mal 20 Minuten, aber ich muss überall lupfen. Überall. Konzentriere dich mal, komm mal wieder in den Ruf. Schalt mal den Kopf aus. Fahr mal. Schade, dass er nicht so einfach durchgeschlüpft kommt denn da. No, I don't, Reuter. I only use this because I hate this one and that one. I only use this camera. I'm sorry. Oh man. Haben die hinten einen Fahrerwechsel gemacht hinter uns? Nee. Respekt an den AMG vorne, dass er so fahren kann. Ja, der hat halt freie Bahn gerade, ne? Ja, trotzdem. Das Auto ist gerade voll am Rutschen nur. Nee, Fahrerwechsel ist unmöglich. A war der andere Ferrari gelb und B würde bei einem Boxenstopp würden die ganze Schaden Ende des Feldes so sein. Nee, das gibt's doch nicht. Konzentrier dich. Klingt bescheuert, aber konzentrier dich. Ruf dich ein. Reg dich nicht auf. Das sind die höheren Temperaturen. Außerdem, guck mal, da vorne passieren eh schon wieder Dinge. Du bist eh da vorne gleich wieder dran vorbei. Fahr einfach easy hinterher, konstant. So konstant, wie du fahren kannst. Ruf dich ein. Mach ganz entspannt. Ist nicht so einfach heute, aber kriegen wir hin. Alles gut.
Also was Sam drin noch gemacht hat, ist ein bisschen Sturz rausnehmen. Warum passiert das denn schon wieder? Der Kerl dreht alle raus, oder? Erst trinkt er mich ab in der ersten Runde. Maga. Wirklich. Ey, ich hab grad aber echt die Schnauze voll. I know. Wir können danach das wechseln, aber du musst jetzt 37 Minuten noch im Auto sitzen. Ich weiß, dass das scheiße ist. I know. Ist nicht gut, aber kriegen wir hin. 37 Minuten noch überleben, dann können wir Fahrer wechseln, dann kannst du Luft holen. Komm, das kriegst du noch hin. Dafür fährst du lange genug. Die schießen sich eh gleich alle ab. Dann kannst du schön gemütlich vorbeifahren, dann kannst du dein Ding fahren. Ganz entspannt. Aber nicht bei dem... Oh, scheiß Maul jetzt, okay. Komm, ruft sich ein, weiß. Keine Chance, komm. Yo, Bentley. Nochmal, die schießen sich alle ab, Zentren. Du, das ist easy peasy, schaffst du. Einfach schön easy hinterherfahren. Du kannst fahren. Fokus, reg dich nicht auf. Das machen wir für dich. Und rennen. Ah, Sende braucht jetzt einfach mal ein paar Runden Ruhe. Ja, wird schon. Ja, auch bedenken, das ist auch kein Vergleich zu gestern. Jetzt ist es ja deutlich wärmer. Der Grüne ist gleich weg. Ja. Ich meine, der McLaren davor muss ja jetzt schon ganz schön ordentlich Schaden mitgenommen haben. Ja, ja, der ist auch gleich weg. Also theoretisch sieht man das in der Box. Das Problem ist, wir sind mitten im Rennen und können nicht mal eben Escape Return zur Garage machen und dann nachgucken. Man kann es nur fühlen, den Reifenverschleiß. Und dann, wenn man doppelt stintet, beten, dass beim zweiten Stint die Reifen nicht platzen. Wir sollten noch 0 Sekunden Schaden haben. Bisschen haben wir schon. Echt? Ja, aus T1 eben, weil wir den Dings getroffen haben, den Essen. Och, der ist weg. Der ist wohl komplett am Arsch. Ja. Oh ja, haben wir den wirklich berührt? Mhm. Aber nur ein bisschen. Also vielleicht eine Sekunde oder so nochmal. Und der hier ist auch nicht mehr heil. Ja, das sieht man in der Höchstgeschwindigkeit. Yo, moving. Ey, Junge, ich hab die Schnauze voll hier mit den Jungs, Alter. Alles gut, komm. Wir wechseln dann nachher. Nach 33 Minuten. Nee, ich kann weiterfahren, nur die Leute machen hier eine Scheiße. Wir wechseln nach 33 Minuten Zentren. Alles gut. Ist scheiße, I know, aber muss jetzt scheiße. Nee, Jungs, reportet mal bitte. Ich hab die Schnauze voll, wirklich. Es ist 4-mal passiert, dass irgendein McLaren so eine Scheiße baut. Moving under braking, Junge. Also irgendwo hört's auf. Aber kannst du den Stint fahren danach? Ja, klar. Ist das im Rahmen? Ja, voll im Rahmen. Ich habe auch schon die Drücke. Habe ich schon aufgeschrieben. Okay, dann machen wir das jetzt so. Ich reporte das jetzt schnell mal. Jo. Hör du mal bei Bikesending zu. Also, dass wir nochmal, falls was ist, zurückholen. Wir müssen mal kurz gucken, wo können wir denn Reports machen hier?
Warte, da gibt's einen Link in dem Discord. Bin ich beim Autoscooter oder was? Nee, bist du nicht. Das ist Monster. Aber alles gut, du hast jetzt freie Fahrt, du kannst Gas geben. Ups. Den Platz müssen wir eh wieder zurückgeben, hundertprozentig. Wenn wir das nicht reporten, müssen wir den Platz zurückgeben. Nein, wir reporten das jetzt, wir kümmern uns darum. Und jetzt entspann dich bitte ein bisschen. Du hast jetzt freie Bahn, wir kümmern uns um alles. Du sitzt jetzt noch 32 Minuten im Auto, dann übernimmt Ava die Karre, du holst Luft. Gehst nochmal Kacki machen und dann schaffen wir das schon wieder nach vorne zu fahren. Ist scheiße heute, müssen wir aber durch. Alright, wir kümmern uns um den Report. So, Link findest du unter Links Endo in dem Discord. Ja, Stuhlzeit hat mir das gerade schon geschickt. Okay. Welche Runde war das bei uns? 14. Runde 14. Skype hat schon geschrieben, Runde 14 T1K677. Antragstelle Lendes 777. Beschuldigter ist Roscher. Roscher. Sollte ihr das Replay gespeichert haben? Nee, habe ich nicht. Okay, Report ist raus. Jo. Okay, Report ist raus, Maga. Alles gut. Okay, danke. Kümmern wir uns schon. Kein Problem, alles gut, dafür sind wir da. Ach, siehst du, ich habe ja jetzt Clips-Chat. Ich habe ja jetzt Clips, Mensch. Habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich hätte ja auch einen Clip mit reinschicken können. Oh, nee. Ah, fürs nächste Mal, Chat. Siehst du, ich habe jetzt dreiviertel Jahr ohne Clips gestreamt. Ich weiß gar nicht, dass ich sowas habe. Ha, nice. Danke, Chat. Nächstes Mal schicke ich einen mit. Hm. Jo, und da hat es wieder geknallt. Ja. Da hat's wieder geknallt hinten. Ja. Ist aber auch gerade nicht einfach, Frickel. Also. Ist nicht schön, aber ist egal. Machen wir schon. Kriegen wir alles hin. Thornett, ich grüße dich. Wie geht's dir? Ich auch nicht, Mrs. Weirday. Deswegen arbeite ich da auch gerade extrem gegen, dass er sich fängt. Ist auch, wie gesagt, ist nicht einfach gerade. Also ist wirklich nicht einfach. Ja, er braucht jetzt halt einfach nur ein paar entspannte Runden. Und dann läuft das einfach. Jetzt keine Vorfälle, dann beruhigt er sich auch wieder. Ich meine, wir haben jetzt 2,5 Sekunden Puffer nach hinten, 3,5 Sekunden Puffer nach vorne. Der Sauer macht uns ordentlich Platz, sodass Sandra nicht wieder hochfährt. Alles gut. Nur noch 28 Minuten. Der Start war aber wirklich sehr wild, Alter. Also ich meine, es war jetzt nicht regelbrechend oder so. Aber Alter, das war schon wild. Es,
Es war mit der Brechstange, sagen wir es einfach mal so. Und der McLaren danach auch nochmal. Da hast du ja gar keine Chance gehabt auf irgendwas. Ja. Wie oft war der McLaren in Unfall beteiligt? Also ich glaube, das, was ich jetzt gesehen habe, würde ich sagen 3. Bei uns gab es keinen Unfall, weil Xentren aufgepasst hat. Bei Xentren ist dann rausgezogen. Und sonst wären es 4 gewesen. Halt einfach weiter, wir sind erst 30 Minuten drin, Chat. Wir haben noch nicht angefangen mit Überrundung. Ich denke, das ist der Herr Sauer in dem Auto. Irgendwie hat er einen Unfall gehabt. Deswegen ist er auch so schnell. Das ist eigentlich der Suchter. Eigentlich ist er nicht letzter. Der ist einfach wahrscheinlich mal seine Karre komplett im Arsch. Und deswegen ist er ganz hinten. Russisch Brot, das Auto ist in den Yeet-Farben. Yeet hat auch blau-rot. Sag mal, Error, bist du eigentlich noch da? Das ist ein Teamgeist und Spectator-Bug. Jetzt die Clip-Funktion ja gab, hätte man einfach den Start klippen können, wenn ich das gerade so lese. Man hätte den Start klippen können, ja. Ja. Man kann jetzt klippen, Chat, und es gibt auch wieder Wots. Also, ihr habt jetzt das vollumfängliche Zuschauerpaket wieder. Endlich lohnt sich der Sub wieder. Naja, klar, jetzt lohnt sich das wieder. So, unser Schwesternauto hat sich schon wieder auf Platz 20 vorgekämpft. Ich korrigiere auf Platz 19. Warum hast du das umgestellt? Ich teste jetzt mal einen Monat lang die neuen Funktionen von Twitch bezüglich der DMCA-Thematik. Also ob man das regelkonform durchkriegt, vernünftig einen Monat. Weil ich fühle mich ein bisschen beschnitten, diese Funktion nicht zu nutzen. Gerade sowas wie Clips und so, weil ich kann keine Highlight-Videos mehr machen. Weil ich kann von einem Cutter nicht erwarten, dass der sich einen 10-Stunden-Stream reinzieht und dadurch Highlights rausschneidet. Weil dann müsste der 24/7 in diesem Kanal sein. Und das will ich nicht. Aber ich möchte auf der anderen Seite auch Highlight-Videos haben.
Und weil der Kanal halt immer aussieht, als wenn hier nichts passiert. Und das sind viele Gründe, warum ich das jetzt lange ausgesessen habe und ich das jetzt mal testen will. Ich möchte gerne wissen, ob das funktioniert. Wieso? Dankeschön für dein Prime. Richtig schön reingesappt für die Wots. Sehr gut, finde ich schön. Jimpanze sei Dank. No, Jim hat da nicht wirklich viel mit zu tun. Ich habe da schon lange drüber nachgedacht, KPNNN. Obwohl, was heißt nicht viel? Ich glaube, der finale Denkanstoß kam durch Alex. Ja. Doch, ich glaube, das könnte man so sagen. Ja, Nordmann, aber dann müsste ich ja jemanden verpflichten, der jeden Tag meinen Stream guckt. Und rund um die Uhr. Das geht nicht. Das geht nicht. So viel Knete habe ich noch nicht, dass ich einen Mod voll bezahlen könnte. Dass das sein Job ist. Salamon passiert. Die sind auf 25 zurückgefallen. Und der 667 ist auf 28 zurückgefallen. 667 ist. Sind die nicht in die Box gegangen? Ja, der hat wahrscheinlich einen Crash gehabt dann. Ja, wahrscheinlich mit den Bentley, oder? Kein Geld hierfür. Für. Nee, meine Mods bekommen ab und zu mal Kleinigkeiten von mir, kleine Aufmerksamkeiten, aber kein Geld, nee. Lass den Fahrer mal in Ruhe fahren. Wo hängt der gelbe Ferrari? Auf 27. Ist er. Achso, ja, wenn Leute Start sehen wollen, danke Kev. Bei Kev hat den Link reingepostet vom Start, Leute. Ja, nice. Dankeschön, Kev. Prima. Oh, das ist der Bentley. Den hat es dann wohl auch zerlegt, komplett. Oh, was ist hier los, Alter? Junge, hier ist ja nur geballert. Ja, Dinge passieren. Der war eben gerade Sechster, Junge. Uff. Ach, vielleicht. Ach, deswegen ist auch der Bentley, deswegen ist das auch ein Essen. Vielleicht wahrscheinlich haben die beiden sich geküsst. So, und zwar so richtig. Na, der Bentley ist rausgeflogen. Ja, aber auch ja der McLaren. Da haben die beiden sich nie ins Gehege bekommen. Ja, wahrscheinlich, ja. So, ich würde mal jetzt behaupten, Zentren ist jetzt wieder im Rhythmus, wenn ich eine 48,9 sehe. Mhm. Prime ist. Oh, ist aber fast. Herr Mies? Herr ja. Mies? Herr Mies hat nochmal kurz abreißen lassen. Ja, hat das Regenlicht auch angemacht. Hat sich wahrscheinlich erschrocken. Thank you.
Robin Hood Moin übrigens. Der ist auch gleich weg. Jo. Die 30 Kilo schlagen zu. Oder auch unaufmerksam. Ja. Setzt das den Ferrari doch ganz gut bei den Körper. Ja, ja. Jo, der hat 30 Kilo. 30 Kilo haben wir jetzt. Ach, das ist so doof. Der fährt Map 1, der Ferrari. Keine Chance auf Geraden. Jo, das Blinken vom Ferrari ist das Regenlicht. Schön, Bentley. So, ich hoffe mal schnell auf Toilette. Ja, mach das. Xentrin? Ja. Willst du drinnen bleiben noch eine Weile? Ich fahr doppelt. Okay, hast du wieder alles? Okay. Ja, funktioniert schon. Ja. Schön, gut. Dann weiter, Feuer frei. So, jetzt ist Map 1 an, by the way. Das war gerade Map 1, by the way. Und wir haben immer noch Zusatzgewicht. Aber der Fefe auch. Okay, also der Fefe auch. Der ist selten. Ja, der hat auch 30 Kilo, ne? Ah, der hat auch 30 Kilo. So, wieder da. Bibi. Kannst du ruhig machen. Oh, wir sind vorbei. Kannst du ruhig machen. Zentrum bleibt drin. Ah, alles klar. Gut. Hat sich gefangen, möchte drin bleiben. Ja, dann passt das doch. Das passt doch. Hat jemand einen Clip, wie wir an dem Ferrari vorbeigekommen sind? Gerade, also auf der geraden Map 1 und tschüss. Ach so, okay. War wirklich nur Gas geben, Map 1 und ab. Ich habe auch Probleme.
So, noch 8 Sekunden zufahren, dann können wir schon wieder am Podium schnüffeln. Ja, wir fahren auch weitaus schneller gerade als die vorne. Oldschool. Dankeschön, Tegon. Vielen Dank. Freut mich. Freut mich, dass euch die Rennen gefallen. Für mich ist das auch ein Highlight geworden. Jedes Wochenende. Da sage ich doch auch mal Danke. Oh. Bluebear, die Map-Einstellungen sind in Kurzform. Map 1 ist das stärkste Mapping, also heißt, die Motorleistung ist am höchsten, das Gas geht ran und du schiebst durch. Map 2 ist hier in dem Fall bei uns ungefähr 1 Liter Sprit weniger Verbrauch. Heißt, wenn du Gas gibst, dreht der Motor halt nicht so hart an. Du hast dementsprechend weniger Verbrauch. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf das Gaspedal betrachten würde, wir erklären das mal kurz am Ferrari, weil da weiß ich es ganz genau. Map 1 wäre Gasannahme genau so, also drauf drücken, linear nach oben. Map 2 wäre ein bisschen, sage ich mal, leicht gebogen, also kommt nicht ganz so viel Gasannahme ran. Und Map 3 wäre zum Beispiel so ein Bauch sozusagen, also du gehst ein bisschen eine Kurve bei der Gasannahme. Und dementsprechend verbrauchen die Autos etwas weniger Sprit. Bei Mercedes gibt es nur 3 Mappings, 1 volle Esse, 2 bisschen reduzierter und 3 ist, naja, wir sparen ganz, ganz viel Sprit. Und beim Ferrari gibt es noch viel mehr. Beim Ferrari zum Beispiel von 1 bis 3 kannst du mal gucken, wie das für dich läuft. Also wenn du beispielsweise auf Map 1 ist hier der Motor oder die Gasannahme etwas zu stramm und dir fliegt das Auto mal weg, also du hast übersteuern, kannst du auf 2 und 3 gehen und damit kannst du bessere Resultate erzielen, wenn du zum Beispiel wenn dein Gasfuß eventuell nicht ganz so wild, wenn dein Gasfuß zu wild ist oder zu unempfindlich. Aber bei Mercedes gibt es eigentlich nur volle Esse oder Spritsparen. Du hast nach mir gefragt, steht dein Angebot noch Error für die Wochenenden? Unglaublich, Leute, es ist unglaublich heute. Gerne, Bluebear. Na gut, Error, dann machen wir das. Ich habe mich gestern da mal. Kurz. So, dann. Herr Fun. Dankeschön, Error. Chat, ihr habt jetzt für die Wochenenden, für die Rennen noch einen neuen Ansprechpartner. Ist nicht nur Stolten, Error ist auch da. Dankeschön, Error. Er wurde befördert. Er wurde befördert. Auf gute Zusammenarbeit. Ja, nice. GZ.
Übrigens, Frank, ich habe dich gesehen. Hallo. Bär, wie geht's dir? Und schöne Grüße an Tante Bu. Sag mal, Ava? Ja? Hast du Lust, am 4.12. 12 Stunden Misano zu fahren? Mit dem Nissan? Mit dem Nissan? Jo. Mit dem Godzilla? Oh Gott, ich bin den Nissan seit 1,5 Jahren nicht mehr gefahren. Aber Misano? Ja. 4.12. Ich muss das nochmal checken, mach ob da nicht irgendwas war an dem Wochenende. Ich kann dir noch nicht sofort eine Zusage erteilen. Ist okay. Übrigens, wir fahren nächste Saison mit Heat Ferrari, ne? Da wirst du mich sterben sehen. Nein. Da geht richtig die Post ab. Das Problem ist, der Ferrari und ich passen mit dem Fahrstil halt nicht zusammen. Ach Quatsch. Das ist super einfach. Der Ferrari mag keine Curbs. Doch, eigentlich schon. Du musst ihn nur zärtlich behandeln. Aber. Nein, wir fahren kein Ferrari. Ich fahre alleine Ferrari. Privatski. Ferrari kriege ich, glaube ich, nur auf Bratwurst und Spa hin. Alle anderen Strecken, ja. Ich habe so gute Setups dafür, dass du wirst dich wundern, wie gut er ist. Okay. Also jetzt wirklich, aber. Man kann es ja mal probieren. Der erste, aber. Geil, danke. Man kann es ja mal. Ey, ohne Scheiß, du wirst dich wundern, wie geil die Karre ist. Frag meinen Chat, der liebt auch Ferrari. Ja, das Ding ist ja, ich mag ja gerne über Curbs brettern und das mag der Ferrari ja eigentlich null. Doch, das geht auch. Du musst nur ein bisschen lernen, wie. Guck, vollste Zustimmung für den Ferrari. Mike hat auch geschrieben. Fefe best. Ach, Fry, jetzt fall mir doch nicht wieder in den Rücken, du Schweine. Und moin. Also wenn es Volvo GT3 geben würde, würde ich auf jeden Fall Volvo spielen. Fahren. Wollen wir nicht Jaguar fahren? Boah. Zumindest es hier auf Monster Heads funktioniert. Mhm. Das Einzige ist jetzt wirklich, dass der Mercedes ist ja ein tolles Auto. Aber diese Spritfresserei ist einfach so anstrengend auf Dauer, auf jeder Strecke. Ja, weil auf Endu ist er halt so halt extrem genervt worden, dass es halt schwierig eben ist. Eben, genau. Und das ist so ein bisschen belastend. Also immer Sprit sparen fahren ist halt so, das macht dann halt auch keinen Spaß, weil du halt nicht volle Esse gegenhalten kannst. Das ist doof irgendwie. Ah, Porsche ist eins so das Auto, wo
sich das Wake über den kompletten Stint sich komplett ändert und dann Porsche ist immer so extrem zeitintensiv oder extrem schwierig einzustellen im Setup, damit es auch ganze stabil Saison bleibt. Andy und der Channel wird dieses Motor ASMR zum Einschlafen genannt. Porsche ist schon nicht ganz so einfach, wie ich finde. Nö, der Report wurde noch nicht abgearbeitet oder ignoriert, Chat. Ging nichts durch. Andererseits, wir haben auch keine Strafe bekommen, von daher. Ja, es ging, glaube ich, eher bei dem Report um das Seelenheil von Zentren. Ja. Cosinus Flo. Ja, der BMW fährt sich, der Audi fährt sich sehr gut, der ist aber auf Dauer ein bisschen. Smirnov, moin übrigens, nee, Smirnov, jetzt im Plux, moin. Wurde die Strafe eigentlich genehmigt oder abgelehnt? Da wurde gar nichts zugesagt bis dato. Ist noch offen. Ja, okay. Wir haben jetzt 8 Sekunden noch auf 3. Auf die vorderen kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Weit habe ich noch nicht in die Zukunft geguckt. Also wir sind 27 Sekunden hinterm Führenden. Naja, easy. Platz 2 ist 13 Sekunden dahinter. Platz 3, 19 Sekunden ist also wieder weg. Die Zewigel, die Zewigel, die Zewigel. Smirnov, danke schön für 4. Was geht ab? Die 28. Ach, da. Also Platz 1 hat 15 Sekunden. So viel ist das ist das gut, nicht. Dass wir 4 Sekunden haben auf dem Ferrari. Ja, der hat Schwierigkeiten aktuell. Ja, aber wir haben auch 4 Sekunden Schaden, deswegen ist gut. Ach so, ja, gut. Da vorne machst du auch gute Fahrten, ist okay. Du bist immer so ganz langsam ran oder hältst. Okay. Ah, P3 hat 15 Sekunden Strafe, okay. Das war der Führende. Zwei Runden noch wahrscheinlich. Wer ignoriert dich, Philbrin? Ich? Warum? Nee. Dankeschön, es war auch noch. Wir reizen voll aus heute, Chat. So wirklich so lange, wie es geht. Ich ignoriere dich nicht, was ist denn mit dir, Philbrin? Sag mal. Zu viel am Netzteil rumgeschraubt oder was? Soll ich safe machen jetzt in die Box oder noch eine fahren? Kannst du noch eine Runde fahren? Auf dem Delta habe ich jetzt noch 3,30, also auf dem Timer. Und Sprit noch 9 Liter. Na dann. Feuer frei. Rundenzeiten sind gut. Musst du aber safe durchkommen. Reifendrücke eingestellt? Ja. Sprit? Ja.
Komm, Lupf, bitte, Bentley. Komm, bitte, 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 bitte. Komm, Bentley, mach. Der drin ist heute so ein bisschen wie Elvico schon. Er ist so ein bisschen wie Vincent heute. Red ihr auf Krawall gebürstet. Er kommt noch vom Start. Das ist immer so spannend. Hoffentlich noch. Zentren fährt die Einzelstins mit dem Reifen. Aber und ich werden wahrscheinlich doppelt. Da ist viel los, Freezy, heute. Also ist wirklich extrem viel los heute. Hey, Moja, moin, was geht? Möge Optimus Primus Grillus mit dir sein. Also der erste Stint war gar nicht mal so scheiße. Ja. Überhaupt nicht. Nö, ich fand den gut. Also jegliche Fahrzeuge vor uns haben sie sich abgeschossen. Du hast das Ding nach Hause gefahren. Ich fand den gut. Ja, du hast überlebt. Haben zwar ein bisschen was verloren so, aber ist nicht wild, weil wir das durch Konstanz wieder reingeholt haben. Also von daher, alles tippitoppi, Maga. Ja, trotzdem war, naja, egal. Danke später, wenn ich fertig bin. Alles gut. Super. Jetzt nochmal eine Stunde reinhuseln und dann gib ihm. Das ist unser Schwestern-Team. So, dann toi toi für den zweiten Stint. Danke. Good luck, Fan. Jo, danke. Schön, mal ein Schwesternauto zu haben in den Rennen immer. Ja. Feels good, man. Nee, Andi, kein Fahrerwechsel. Zentren hat sich wieder gefangen. So, jetzt erstmal mit der volle Hütte wieder zurechtkommen. Mit gut zureden hat er sich nochmal gesammelt. Weil das Schwesternauto heißt, schon immer. Ist halt im Rennsport, hat sich das so ergeben, dass das Schwesternauto heißt. Wovon ist die Zeit in der Box abhängig? Von deinem Schaden. Reifenwechsel dauert so oder so 30 Sekunden und tanken, also 120 Liter tanken ist in den 30 Sekunden mit enthalten für einen Reifenwechsel. Wenn du nicht die Reifen wechseln würdest und weniger Sprit hast, wäre es weniger Boxenzeit. Aber da du in der Regel Reifen wechselst und Sprit tankst, hast du 30 Sekunden. So, wir haben Zeit gut gemacht auf Platz 3 in der Box. Das ist schön für dich, Fry, dass du Bro Car besser findest. Das ist schön. Dann nenn du das Bro Car und ich Schwesternauto. Trotz dessen, dass wir 4 Sekunden noch mal länger standen wegen Reparatur, sind wir 4 Sekunden rangekommen an Platz 3. Nice. Ja. Aber irgendwie haben die anderen noch, hatten nur noch 15 Sekunden Strafe, ne? Ja, Platz 1 hatte 15 Sekunden Strafe. Die sind jetzt auf Platz 2.
Ja, ich sehe gerade. Sogar drei Sekunden. Naja, hast du offen. Gut. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubi. Unser Report hat eine Schimmer. Gab kein Ergebnis dazu. Neve 9, ich grüße dich. Durchwachsen. Der Start war, die erste Stunde war sehr durchwachsen. Ja. So unter Clips, da gibt's was. Seit neuestem. Was? Was ist das? Ich hab zu deinem Chat geredet. So. Ja, dass man unter Clips gucken soll. Ach so, dann kann stimmt. Man den Start sich angucken. Richtig. Eben noch zu Xentren gesagt, dass alles toll ist. Ja, das nennt man Psychologie-Magger. Wenn es dem Fahrer gut geht, dann kommt das Auto von alleine weiter nach vorne. Warum soll ich Xentren jetzt damit belassen, in seinem Boxenstopp, dass der Start eigentlich nicht so geil war? Unnötige Informationen für den Fahrer, die er nicht braucht. Richtig. Vor allem, er konnte ja auch nichts dafür. Eben. Ah, die rote, hier die 76, das ist doch der gelbe Ferrari, oder? Mhm. Halleluja, sind die wieder herangefahren. Ich glaube, die waren noch nicht in der Box. Doch, müssen. Oder waren die schon einmal in der Box? Ja, die waren schon drin. Ja, mittendrin wahrscheinlich. Ja, auch der hinter uns, der 321, oder? Weil der hat noch 15 Sekunden. Ja. Die haben dann vorhin wahrscheinlich repariert und vollgetankt. Ja. Danke, Chat. Hey, Stan, wie geht's dir denn, Maga? Dich habe ich auch schon ein, zwei Tage nicht gelesen. Jo, danke, Sotte. Sehr schön. Hauptsache, es hat dir gefallen, dann. Hauptsache, es hat dir gut getan. Ist okay, Terrorwurm. Erstes Stint war sehr durchwachsen, aber. Ja. Ist wie es ist. Bin dafür jetzt haut der Cent drin 48er raus. Oh, jetzt P4 wieder. Jupp, dauerhaft auf Map 2. Ja, hab schon gesehen, Terrorwurm. Oder gehört. Aber ihr kommt ja auch wieder gut nach vorne. Hättest du gedacht, dass du heute mit voller Leidenschaft für Simracing sitzt und als du das erste Berührung mit Racer hattest? Nee, absolut nicht. Als ich 2015/16 eine eigene Rennliga hatte, war das ungeschauteste Format auf meinem Kanal. Heute ist es das meistgeschaute Format auf meinem Kanal. Zeiten ändern sich. Hey, Mr. One, was geht? Also ich glaube, früher hatten wir an einem Rennsonntag 260 Zuschauer oder so. Und jetzt haben wir an einem Rennwochenende durchschnittlich, ich glaube, 800, 900, 1000.
ohne Hype. Mit Hype waren es 2. Also. Aber es ist ja heute auch was ganz anderes. Also, Mindset ist ein ganz anderes. Die Herangehensweise ist eine ganz andere. Doblerone, ich weiß noch gar nichts von der neuen Season in Rust. Ja, klingt rechts, okay. Links-Rechts-Schwäche. Oder ihm hat das noch keiner gesagt. Oh nein. Oder das. Ja. Rast fällt aus wegen weniger Zuschauer. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Ich fieber nicht nur für die Menge an Zuschauern. Nee. Müssen wir mal gucken, ob wir Rast spielen. Mal sehen. Jetzt kommt ja sowieso erstmal wieder Hitman-Chat. Naja, es hatte, normalerweise ist es so, dort wohin, wo du blinkst, dorthin fährst du auch. Ja, ja. Nur er meinte das halt anders auch und das kann halt dann böse zu Unfällen passieren. Führen. Los hören. Wirf das Sprachzentrum an, dass ich mal einen ordentlichen Satz rauskriege. Schmeiß an den Hobel, Junge! Ich werde jetzt aber auch gleich nochmal kurz aufstehen. Ich will noch ein Getränk holen. Auf die Pipi-Box. Jo, das muss, das muss. Und nur noch 1,3 Sekunden. Ja, dann lasse ich euch Chat kurz mit Ava alleine und dann bin ich gleich wieder da, oder was? Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt haut Zentren aber eine richtig geile Zeit raus. Ja. Er hat die Lunte gerochen. Ja, da auch der Essen wieder ein bisschen, ja. Bam. Schöne Zeit. Keine Ahnung, ob er noch mal schneller geworden ist oder nicht. Ich kenne ja Sentren noch gar nicht mal so lange. Man weiß gar nicht, was er für ein Equipment hat.
muss reinrennen, go! Schießt ihn weg, Chat. Holt die Knarre raus. Und wiggelt noch dabei. Sehr schön. Das. So. Wird's auf der Stadt Ziel? Wird's vor Askari oder nach Askari? Das sehen Sie gleich nach der Werbung. Ja, ohne die Kilos ist der halt sehr schnell auf den Graden, ne? Schwer vorbeizukommen. Gucken. Jo, vielleicht macht er aber einen Fehler. Ein Haus, dann kommst du vorbei. Du baust ja jetzt schon Druck auf und irgendwann wird wahrscheinlich der Fehler kommen und dann kannst du ihn dir snacken. So, wieder da. BB. Gerade rechtzeitig. Ja. Ich habe das aus der Küche gehört. Ja, sehr gut. So, dann werden wir uns mal so ein Kaltgetränk genehmigen hier, oder? Das ist, als wenn man gegen eine Wand fährt, weil man nicht mehr im Windschatten ist. Okay. Der hat uns ja vorbeigelassen. Quasi. Okay. Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace. Ja, danke. Ich glaube, die wussten. Da waren wir beide jetzt sehr vorsichtig. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, beide wussten nicht, was jetzt hier Phase ist. Ja, aber danke. No hard feelings. Mr. Eagle, thank you. Jo. Aber ich glaube auch, dass er mitgekriegt hat, dass auf kurz oder lang Zentren der schnellere sein wird. Witzig. Jo. Die Zentren hat einmal eine richtig geile Zeit rausgebreddert hier in 48,4. Jo. Die Zewigel. Maga hat gesagt, bringt nichts. Dann werden wir eine halbe Sekunde schneller. Rennintelligenz. Oh nein, der BW ist schon wieder. Ich hab's ja auch gerade gedacht. Hatten wir die nicht eben erst schon? Hey, falls Eagle streamt oder so, schickt ihm mal ein paar Wiggles und ein paar Claps. Oh Gott. Eieiei. Oh, okay. Da fehlen mir die Worte. Ich glaube, wir machen wirklich bald eine Lesestunde, Chat. Mit dem Rennintelligenzbuch. Ich glaube, wir machen Judge Dizzy und Vorlesestunde Rennintelligenz. Das machen wir wirklich bald. Das wird. Wir machen einmal die Woche Judge Dizzy und dann Lesestunde mit Onkel Dizzy. Oh, dann schön in deinem Sessel. Ja, im Sessel. Dafür trage ich den Sessel hier rein, Chat, und dann machen wir im Sessel machen wir Lesestunde. Dann machst du im Hintergrund, platzierst du noch einen Bildschirm, machst ein digitales Kaminfeuer an und dann geht's rund. Alles gut, Anti. Aber das sehen nicht viele so, deswegen
ist das gut oder schön zu sehen, dass Menschen beim Rennfahren ein bisschen mitdenken. Also deswegen ist das gut und angenehm. So, ja, vielen Dank, Andi. Du kannst lesen? Nee, kann ich nicht, Fry. Deswegen überlese ich ja auch immer deine dämlichen Kommentare, weil ich nicht lesen kann. Was? Und dann hat er noch Speeding in Pitlane der BMW. Holy shit. Also Sandrin hat schon mal einen Lieblings-BMW. Ja. Und damit hatten wir gestern ja, das war der BMW von gestern. Ach so, ja. Okay, okay. Dann verstehe ich das. Schön rein mit dem Prime und Neunsen. Oh! Ram Tony, Dankeschön für 41. Vielen Dank für deinen Twitch Prime. Die Möglichkeit, einen Streamer deiner Wahl kostenfrei, mehr kostenfrei, jeden Monat einmal zu unterstützen. Kennt ihr diese Möglichkeit schon? Dankeschön. Schön. Das ist die Möglichkeit, die ihr habt, wenn ihr Amazon Prime habt. Der Essen sieht aber nicht mehr so schön aus mit der Motorhaube. Nö, der hatte schon ein bisschen Biegung. Wie geht das nochmal? Unten, unter dem Player in der rechten Ecke gibt es so ein Knöpfchen, da kann man draufdrücken. Und da steht dann kostenlos abonnieren, wenn du deinen Token hast, einmal im Monat. Und dann kannst du dann draufdrücken und das ist für dich mehr kostenfrei. Kannst du einfach einen Streamer deiner Wahl supporten. Muss jetzt nicht zwingend ich sein. Aber kann man machen. Oh, und man kriegt dazu, also hier kriegt man noch sehr gute Emotes dazu, auf jeden Fall. Und man wird auch zu einem gewissen Punkt attraktiver, habe ich gehört. Aber das kann ich nicht bestätigen, das wurde mir nur zugetragen. Twitch Prime ist... Mensch, hat geklappt, danke Maga. Wir holen gerade schön noch einen Winter auf. Schub, schub, die Zivige. Der hat gerade nicht so gute Zeiten. Finde ich auch, die neuen Emotes sind sehr, sehr gut, ja. Kommen auch bald nochmal neue. Muss bald nochmal einen Schwung machen für Tier 2 und 3 und Bits und so. Tamsel, dankeschön für dein Prime. Error, dankeschön für 250 Bit. Fegi, dankeschön für dein Prime. Eulfisch, dankeschön für den dritten Monat. King, dankeschön auch an dich. Timinius, ja, dankeschön. Und Smirnoff, danke. Nee, Schmeironov. Danke, dass du Dotti einen zugesteckt hast. Und Dada, dankeschön auch an dich. Rayan, vielen Dank. Auch an dich für 4 Monate. Willkommen zurück. The Hype Train is on. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss raus, peace, tschüss. Tut, tut. Totte, danke schön auch an dich für den 4. Monat. Oh, der Essen ist noch ein zurückgefallen. Der McLaren 321 ist nochmal rein. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss raus, peace, tschubi. Die C-Hype. Jetzt fährt der Zug aber richtig los hier. Tschu-tschu. Oh. Da wäre es gut gewesen, hat er geblinkt. Das wäre angenehm gewesen. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Danke an euch alle. Nee, der nicht groß weg. Das war 6. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Oder 776. Da drauf erstmal 6 Monate Fix-Abo bei dem Streamer meines Vertrauens. Jetzt geht's ja los. Der Zug fährt los, meine Damen und Herren. Steigen Sie ein, lösen Sie ein Ticket. Tschu-tschu. Nee, aber der, nee, Herr Groß fährt gut. Also Herrn Groß kenne ich schon. Das ist kein wilder McLaren. Nee. Say hello to my little friend. Jetzt geht's ja los hier. Dragon, dankeschön für 5 Monate Klinkation. Danke, dass du, Wolfisch hier einzugesteckt hast. Oblerone, dankeschön für 6 Monate Sub. Black Tears, dankeschön für 10. Say hello to my little friend. Ja, jetzt ist ja gut. Ja, und dieser Mercedes vorne fährt Doppelstint auf Reifen. Ja, das kann gut sein, weil seine Zeiten sind gerade nicht so gut. Also ich glaube, der fährt doch ein bisschen. Okay. Dausi, dankeschön für den 3. Vielen Dank. Übrigens, Studien, dankeschön, dass du das Schienen noch gebastelt hast. Friend. Ja, jetzt aber mal. Hallo? San Francasio? San Francasio, jetzt habe ich es. Dankeschön, auch an dich für 5. Der Zug fährt, meine Damen und Herren. Tschu-tschu. Er geht wieder stramm auf die 1-3. Das Zügle. Dave hat seine mehr kostenfreie Möglichkeit genutzt. Dankeschön, Dave. Alter Error. Dankeschön für 1000 Bits, Bagger. Junge, Junge, Junge. Die Zivige. Wahrscheinlich ist der McLaren in der Box gefahren. Gehe ich von aus. Moin, Strike Mike. Say hello to my little friend. Oh, Strike Mike ist auch da. Moin, Strike. Karuka, Dankeschön. Ja, sag mal, was denn? Was ist denn mit euch jetzt? Saba! Karuka, dankeschön auch an dich für 5. Emmis, dankeschön für den Sub. Und Miko, dankeschön für 10, Euler. Davu, dankeschön für 6 Monate, Bagger. Disposable Rhino, hau rein, Bagger. Es gibt jetzt VODs bei Twitch und es gibt auch VODs bei YouTube und das Rennen wird es auch bei YouTube geben. Du wirst es nicht verpassen. Keine Angst. Ich mag übrigens das die Sell-Out-Emotes, by the way. Ich find's gut, dass ihr auch mal ein bisschen reinwickelt. Say hello to my little Stimmung. Friend. Exhuti, dankeschön für 5. Oder was los jetzt? Was los? Track Mike Martin fährt nach Xentren. So in einer halben Stunde oder so, ey. Circa. Topper! So, jetzt will ich aber auch mit wickeln. Hau rein, aber Junge. Wickel, was das Zeug hält. Ich finde die neuen Emotes sehr schön, Chat. Es war eine gute Entscheidung, da mal ein bisschen Geld reinzuknallen. Jupp. Twitch Prime ist. Die Zewige, die Zewige, die Zewige. Hype Train 600% gefühlt. Danke an euch alle für euren Support und eure Danke, Unterstützung. Danke, Chat. Vielen Dank. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus. Peace, Schubi. Nochmal was hinterher, Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Say hello to my little friend. Was zahlt man für ein Emote? Ich habe letztens für
16 Emotes 500 Euro bezahlt. Ja, 500 Euro für 16. Ist auch fair, war wirklich guter Preis. Ich muss aufpassen, ich darf nicht so weit rausfahren immer. Ich verliere links Reifendruck. Halleluja, also. What the fuck? Das geht rund. What? Hey, Silex, Junge, dankeschön für 30 Subs, Junge. Schmie, dankeschön für 5. Yeah, ich wollte auch mal. Okay, alles klar. Ich wollte auch mal. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Stimmt, die 1300 sind geknackt, Dizzy. Ziel kein Zuschauer ohne Sub. Na dann viel Spaß, Leute. Ha! Viel Spaß! That's not gonna happen. Danke, Herr Gärtner. Von den Gärtnern aus der Galaxie. Das müssen wir auch noch weiterspielen. Das bringen wir auch noch zu Ende. Guardians of the Galaxies. Chat. Das machen wir auch noch. Dankeschön, Leute. Wirklich. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ja, Xentrin ist super Fahrer. Jupp. Ich fahre schon seit so, also bestimmt schon seit einem Jahr mit Xentrin. Also ist auch einer meiner, also wenn man das so sagen kann, einer meiner liebsten Teammates. Also jetzt gerade mit Ava und Michel sind schon, ist schon ein sehr schönes Team. Das harmoniert sehr gut. Und das zweite Team, mit dem wir jetzt gerade fahren, also mit Remo, Vincent und Elvinko, das ist auch echt klasse. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Auch ein schönes Team. Das muss man auch dazu sagen. Black Tears, dankeschön auch an den Banger für 10 Hütten, Leute. Jetzt bringen wir den Zug noch über die karierte Flagge. Oh ja. Say hello to my little friend. Lehn, dankeschön auch an dich für 2x5 Mann. Vielen Dank. Vincent ist Reifendruckflüssiger. Wir fahren auch bald wieder mit Vincent. Was wäre nächste Woche für ein Rennen gewesen? Das muss war das ja nicht Barcelona? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich hoffe, wir fahren nochmal mit Jay zusammen. Und ich hoffe auch, dass wir nochmal mit Sascha zusammenfahren, also Igai. Dann hoffe ich auch, dass wir mit Mavix bald mal zusammenfahren. Also. Ist der Zug noch nicht abgefahren? Dave steht auch noch auf der Liste, genau. Mit Mavix schreibe ich schon ein bisschen momentan. Lehn. 1% noch. Exodi, danke. Ja, mit Mavix schreibe ich schon. Also mit Mavix habe ich ja auch ein gutes Verhältnis. Also ein sehr gutes Verhältnis. Ab und an quatschen wir mal miteinander. Wir wollten eigentlich schon vor langer Zeit mal zusammenfahren, aber das hat sich immer nicht gegeben. Mit Mavix kann ich Fefe fahren, aber sowas von. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Aber sowas von fahren wir Fefe mit Mavix. Tschüss raus, Peace to me. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Mager, was ist los bei euch? Wirklich, vielen, vielen lieben Dank. Two Finger Thumb, dankeschön für 2 Monate. Jetja ist richtig, hoffe ich.
Chat, ja. Dankeschön für den zweiten. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Dankeschön. Denn jetzt? Mann, ich finde den Namen nicht. Was denn? Devil Joe, schreib in den Chat jetzt. Hau rein, Trike. Danke an euch alle. Nils, dankeschön für 6 Monate. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, to me. Damn, son. Wenn ich jetzt auf Toilette gehe, dann kommt doch hundertprozentig das Überholmanöver. Der Mercedes fährt Doppelstint auf seinem Reifen. Der ist so oder so fällig. Ja, trotzdem möchte ich gerne das Überholmanöver sehen. HC-Dicey gifted A Tier 1 Sub to Devalue. T-Rex, dankeschön für 10, Maga. Und Devil Joe, viel Spaß, Maga. Der Monat geht auf mich. Der geht auf mich, der Monat. Na klar. T-Rex. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Was würde ich ohne euch nur machen? Sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, to me. Warpick, danke schön auch an dich für den zweiten. Was würde ich nur ohne meine Sugar Daddies und Sugar Mamas machen? Dinge verweisen? Sally Dice und Chat, viel Spaß heute. Wahrscheinlich? Du würdest arbeiten gehen. Dann könnte ich auch endlich mal was Sinnvolles mit meinem Diplom anfangen, Chat, und nicht immer nur sagen, dass ich eins habe. Nee, ich hätte keinen 9-to-5-Job. Nee. Könnte ich nicht mehr. Ich glaube, ich möchte für den Rest meines Lebens selbstständig sein. Das funktioniert nicht. Schmeionov, dankeschön an dich für einen 10er, Maga. Auch an der Stelle, vielen Dank. Ohne uns hättest du kein Dresden-Verbot, das stimmt. Und Berlin-Verbot hätte ich auch nicht. Das ist richtig. Ach, du hast ein Bier-Diplom? Ich habe ein richtiges Diplom. Ich habe ein richtiges Diplom in der Tat. Schön, nice. Alles gut, kein Problem. Wenn du dafür einen teuren Rahmen gekauft hast, hat es seinen Zweck erfüllt. Nee, ehrlich gesagt müsste ich dir sogar, wenn ich wirklich ehrlich bin, sagen, ich weiß nicht mal, wo es liegt. Sehr schön, Zentren, Spitze. Ich meine, hm,
Ja, schwierig. Ja, ist egal. Ist okay, den kriegst du auch so noch. Der fährt auf alte Puschen. Dann kommst du so oder so vorbei. Ich meine, am Ende des Tages setzt du ihn wahrscheinlich unter Druck und vielleicht schmeißt er das Auto weg. Alles gut. Ich glaube, er lupft einfach. Oder er lupft okay. einfach. Ja, die sind auf Nummer sicher gegangen. Bei Terra, das ist gut. Ich weiß nicht mal, wo mein Diplom liegt. Ehrlich, ich weiß es nicht. Irgendwo in irgendeinem Aktenordner oder so. Da sind wir wieder P2. Schön. Hup, hup. Dann kann ich ja jetzt auf Toilette gehen. Na, dann feuerfrei. Und der Druck entsteht Diamanten, du weißt es doch. Den Diamanten habe ich heute Morgen schon rausgedrückt. Ah ja. Er hat auch gelupft, der Mercedes. Also es war nicht nur beim 1. So, mal in Pitwall das Auto wechseln. Schön, das ist gut. Aber cool, dass er vorbeilässt. Respekt. Ja, das wird, die sind, hier vorne die Jungs, die sind alle schon ganz clever, du. Ja. Die fahren, glaube ich, nicht zum ersten Mal ein Rennen. Und bevor du ihn in Fehler treibst. Was, musst du Pipi? Ja. Aber das kann, das kommt auch wieder nur von Michel. So der überarbeitete Michel, der gerade von der Arbeit kommt. Na Paul, musst du Pipi? Hm? Musst du Pipi? Ich kann mir das halt vorstellen, wie er da sitzt mit seinem Hund im Arm. Na, musst du Pipi? Hm? Und der Hund denkt sich so, Bagger, halt einfach deine Schnauze. Was willst du jetzt von mir? Musst du Pipi? Hm? Oder Kaki? Hm? Pipi? Diplom ist 35 plus? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich habe meins im letzten Jahrgang gemacht. Das weiß ich noch. Wer ist auf P1? Der Essen, vor der durchgezischt ist. Okay. Du bist jetzt von dem weg. Oh, 18, wieder da. 18 Sekunden. Boah. Alles gut. Komm mal ran. Was ist aus dem Report mit dem Audi geworden? Weiß ich nicht, Marvin. Ist mir auch egal. Thema ist beendet. Muss man nicht drüber reden. Für uns leider gar nicht, Jim Pasco. Was hat er für Rundenzeiten? Aktuell 1,48,8, also ziemlich ident. Okay. Also der hat auch frische Puschen drauf. Weiß ich gar nicht, Petera. Ich habe mich ehrlich gesagt mit dem Bildungssystem lange nicht mehr auseinandergesetzt. Ich bin einfach irgendwann aus dem schulischen Weg verschwunden. Und dann habe ich Street Credibility gesammelt und mein Straßendiplom gemacht. Ich habe dann gelernt, Tokens zu verkaufen jeden Monat. Oder andere schöne Sachen. Hardware, Peripherie von Corsair. Allerhand andere schöne Sachen. Nächste Woche ist übrigens 8 Stunden Misano. Oh, Scheiße, ey. Ich bin nächstes Wochenende nicht da. Ich muss das noch klären unbedingt.
Ich weiß gar nicht, mit wem wir das fahren. Ob das von ERVGT ist oder ob das von Simgrid ist. Wieso habt ihr eigentlich als Teamnummer mal 777 und dann 666? Weil 666 haben wir nur, wenn wir 777 nicht haben. Weil irgendwer ab und an mal 777 nimmt. Aber 777 habe ich seit Anfang an. Also seitdem ich online fahre, 777. Aber manchmal ist die halt vergeben. Und in der einen Serie fahren wir 666 und in den meisten Serien 777. Das ist vom ComCup? Nächste Woche ist ComCup? Oh, nein. Error. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das nehme ich nicht dann mit dem anderen Team. Oh, das wäre sonst ein bisschen wild geworden. Weil hier, ich glaube, hier ist es ein bisschen einfacher mit rumschaffeln. Weil ich bin nächste Woche nicht da. Opa wird 80. Und das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Wir warten noch Bilder im Anzug. Ich ziehe Anzug an. Ich gehe volle Manschette drin. Damit Oma und Opa nochmal richtig schön ihren Ältesten vernünftig sehen. Na, Siggi. Aber viel schöner ist noch, meine Großeltern sind jetzt mittlerweile schon etwas betagter, logischerweise, und die bauen ihr Badezimmer um. Und ich konnte meinen Großeltern mein ganzes Leben lang nie ein schönes Geschenk machen. Aber dieses Mal kann ich das. Dank euch. Dankeschön. Muss ja langsam mal die Drücke durchgeben, ne? Großeltern kriegen eine altersgerechte Badewanne zum Geburtstag, beide. Aber so eine richtig schnieke, dass sie auf ihre alten Tage nochmal richtig schön genießen können. Gut, Zentren, wenn du irgendwann so weit bist, können wir mal die Drücke dann durchgehen. Jo, gleich auf der Geraden dann. Copy. Mit Fahrstuhl? Nee, mit so einer, also erstmal mit einer vernünftigen Senke, dass sie da vernünftig drinnen sitzen können und dann so, dass sie sich halt auch festhalten können mit Einstellmöglichkeiten, rausgehen und solche Sachen. Tobia, moin. Das ist schön. Das mache ich auch bei meinen Eltern und Großeltern. Ich habe das bei meinen anderen Großeltern leider verpasst, muss ich sagen. Aber dieses Mal, da lasse ich mir die Lumpen. Da wird richtig drin gehalten. Müssen Sie nicht an eine Rente rangehen? Haben Sie auf den Geraden kannst du mir jederzeit durchgehen. Ach so, ich warte, dass du sagst, dass ich loslegen kann. Ja, 25,7. Ja, warte jetzt gleich. Der Essen bricht auch ein bisschen ein gerade. Ja. 27,0. Ja. 26,3. Ja. 27,2. Ja. Perfekt. Und dann mich noch requesten. Wunderbar. Perfekt. Super.
Gut, Easy, kannst weiterreden. Ja, ist gut, ich war fertig. Okay. Ich wollte jetzt nicht 10 Stunden von der Badewanne erzählen. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Weihnachtsgeschenk für meine Eltern noch ergattert. Was gibt's denn? Genesis-Konzert in Hannover. Nice. Meine Mutter ist ja ein riesiger Fan von Phil Collins und hat es ja nie geschafft, mal dort zu einem Konzert zu ihm hinzugehen. Und jetzt ist es die allerletzte Möglichkeit. Und ich habe es dann im Radio gehört, dass sie ja was machen. Und dann hat zum Glück noch ein Arbeitskollege auf Arbeit Bescheid gegeben. Hier, dann, da. Und dann habe ich es dann doch wieder wegen der Arbeit verpennt. Eine Stunde zu spät. Aber dann habe ich doch noch 2 Plätze gefunden, die nebeneinander waren. Oh, nice. Und da finde ich dann meine Eltern alle beide dann zum Genesis-Konzert. Hört sich meine Mutter. Habe jetzt noch circa 13 Minuten Fahrzeit ungefähr, was ich fahren werde. Copy. Ja, ich denke mal, da werden sie sich tierisch drüber freuen. Also vor allem meine Mutter. Geht nochmal ein kleiner Traum in Erfüllung. Oh ja. Verschenkt zu Code Weihnachten. Brown, Code nichts. Brown. Okay. Schenkt nie zu Weihnachten. Verschenke das ganze Jahr, aber ist scheißegal, ob Weihnachten ist oder nicht. Das Einzige, was ich verschenke, ist Hitnachten zu Weihnachten. Jedes Jahr aufs Neue. Crazy Tom, soweit ich weiß, ist es glaube ich auch die letzte Tour. Soweit ich das mitbekommen habe, aber ich lasse mich da auch gerne korrigieren. Dieses Jahr übrigens auch, Chetski, ne? Also 24. ist Hitnachten. Komme, was wolle. Keine Ausrede. Der einzige Grund, dass das irgendwann nicht so sein sollte, ist, dass ich persönlich ein Kind habe. Ansonsten gibt es immer Hitnachten zu Weihnachten. Ohne Ausrede. 24, 25, 26. Mindestens. Also du musst wirklich aufpassen, wenn du hier links ausreitest in deinen Kurve eben. Da verlierst du unheimlich Reifendruck. Unheimlich. Also passt da am besten auf. Nee, wir haben dieses Jahr durch das Rennfahren das wieder verpasst, aber wir werden jetzt demnächst wieder Dizzy vs. Chat auch einschmeißen. Jo, copy. Dann. Ein Kind, Freezy. Was Hitnacht bedeutet, wir spielen seit 5 Jahren, also das ist schon Tradition. Wir spielen seit 5 Jahren jedes Jahr an Weihnachten im Anzug, piekfein angezogen, Hitman. Also Hitman Absolution, Hitman 1 und Hitman 2. Jedes Jahr. Oha, wir haben 2 Sekunden aufgeholt auf den ersten, nice. Jedes Jahr zu Weihnachten seit 5 Jahren. Und dann kommen immer, also mittlerweile ist das schon so weit, dass Menschen gar nicht mehr diesen Stream konsumieren. Aber zu Weihnachten sind sie dann da. Nur zu Weihnachten. Sonst nie, nur Weihnachten. Man sieht sich dann quasi einmal im Jahr. Das ist halt hier Tradition geworden. Das geht meistens dann meistens so um 12, 1 geht es dann los. Und dann sind das so Tage, wo wir dann halt, weiß ich nicht, 13, 14 Stunden streamen. Quasi. Das machen wir dann meistens bis Neujahr. Also ja, genau, bis Neujahr. Dann spielen wir jeden Tag Hitman. Nee, zu Weihnachten mache ich nicht das, was der Chat sagt. Das Dizzy vs. Chat ist davon abgegrenzt. Aber vielleicht machen wir dieses Jahr Weihnachten auch mit Chat. So als Bescherung. Chat darf sich das aussuchen. Mal gucken.
Das ist krass, wie das Auto mit der Zeit, wenn er leerer wird, den Bremspunkt so weit nach vorne schieben kannst. Habe ich bis jetzt bei keinem anderen Auto gehabt. Holy shit. Es gibt schon Weihnachten, wird es nie ein anderes Spiel geben, Chat. Gibt's nicht. Wird's nicht geben. Da kann ich, da kann mir sonst wer wie viel anbieten und sagen, ich soll dies, das und anders machen. Und Weihnachten ist immer Hitman. Nope. Was? Momentan fahren wir 1,48 und vorne fährt 1,50er Zeiten. Ich weiß nicht, ob der Essen die Reifen doppelt sind vorne gerade, aber der lässt ein bisschen einreißen. Da muss ich ja gleich Reifen streicheln. Ja, wenn du doppelt zünden möchtest, auch, ja, dann sollte ich das tun, ja. Was haben wir denn an Temperatur gerade? 25, ne? Das geht ja noch. Gerade wärmste Temperatur gerade, die wir haben. Nee, vorhin war 26. Ah, okay. Schon wieder kühler geworden. Mhm. Von Marmeuzen. Mit der Wickelmaschine. Übrigens, nächstes Wochenende ist das einzige Wochenende bis Weihnachten, wo es kein Rennen gibt. Also es gibt ein Rennen, ich fahre es nur nicht. Also ich bin nur nicht da. Alle anderen Wochenenden bis Weihnachten fahren wir Rennen. Wir haben jetzt noch zweimal, glaube ich, 24-Stunden-Rennen, 2-12er. 2-12er sind noch offen und dann noch ein paar kleine Rennen, also 6 Stunden klein. Von nix kommt nix, Wolf Moonlight, von nix kommt nix. Sehr geil. Genießt den Urlaub. Vielleicht mache ich nächstes Jahr auch mal eine Woche Urlaub. Kappa. Sounds like a scam. Hey Sun, moin, was geht? Platz 1 ist aktuell 14 Sekunden vorne. Du ja auch mal iRacing probiert hast, dass du eventuell mal bei Race Room reinschaut. Früher mal, ja. Aber ganz ehrlich, Leute, ich kann nur eins fahren. Ich kann nur ein Dings fahren. Danke an euch alle. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich überall rumspringen kann. Vielen unterschiedlichen aus. Und ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr so viel Progress gemacht in ACC, dass ich gerne diesen Progress behalten möchte. Und da ich jedes Wochenende ein Rennen fahre, kann ich nicht einfach zwischendurch in der Woche mal, weil ich gerade Bock habe, was anderes fahren, weil dann verlerne ich das fürs Wochenende wieder. So, Dankeschön für 12. Und ich möchte halt auch mal ab und an ein bisschen öfter aufs Podium fahren. Deswegen muss ich mir halt ein bisschen mehr Mühe geben und bei einer Sache bleiben. Erstmal noch.
Aber nächste Woche werden wir Forza Horizon auf jeden Fall spielen. Da geht's richtig nach vorne. Das werden wir uns nächste Woche erstmal gönnen. Ui. Achtung, gleich meckere ich wieder. Ich war das schon mal. Opa. Okay. Ja, oder du lässt es einfach. Boah. Finde ich auch tot. Chat, für euch zur Info, niemals im Bremspunkt auf der Bremse bleiben. Lasst euch ausrollen oder fahrt die Kurve normal. Aber nicht so wie eben. Weisheiten mit Xentrin, mit Nimstin, meine Damen und Herren. Ich habe das gelesen, Foto, ich habe nur nichts dazu gesagt. Ob ich ein GT4 fahre? Mal sehen, bestimmt. Bestimmt machen wir das irgendwann mal. Ja, letzte Runde, das ist für den Verkehr jetzt. Ich komm dann rein. Kobi, ich bin bereit. Gut, dann mute ich mich hier schon mal in Discord. Mach das. Jetzt kommt in der Prüfung ran, ja. Nee, ich habe Forza nicht mit Lenkrad gespielt. Ich fahre mit Controller. Mischpult, Moja. Ich habe also die einfache Form ist, ich habe hier drüben das den Computer via USB dran. Hier gibt es einmal Teamspeak, Discord, Spiel, alles sehr getrennt. Schön. Alles getrennt auf einer Line. Und wenn ja, der Verkehr ist anstrengend, holy shit. Jo. Wenn ich fahre, ist Discord gemutet für mich, aber ich schicke über ein extra Kabel aus meinem Mischpult zu meinem Streaming-PC in eine zweite Soundkarte. Ich zähle ab 10, ja? Jo. Das Signal. Machst du den Motor dann an? Oder soll ich ihn selbst starten? Ja, mach ich. Ich trenne die Signale. Von 4 auf 3 war das, ne? Ja, irgendwie so, genau. Ja, von 4 auf 3 und dann gedrückt halten. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Sehr schön. Gut Luck, Herr Fahn. Danke. Wenn du das ein bisschen aufpassen, ist rutschig. Jo. Viel Spaß, aber. Danke. Ja,
Sorry fürs Jammern. Rick, keine Ahnung von du redest. Hab keine Ahnung, wovon du redest. Aber war gut? Ja, der zweite war dann doch besser, ja. Ja. Der erste war ein bisschen aufregend. Mhm. Ein paar Dinge dabei, die finde ich für 9 Stunden nicht so ganz sauber waren. Ja. Zumindest im Start. Aber gut. Passiert. Hast du das Mikrofon gerade weiter von deinem Mund weggemacht? Ja, sorry. Alles besser? Ja, alles gut. Ich wollte nur fragen, sonst hätte ich nachkorrigiert. Nee, so ist wieder okay. Vielleicht, keine Ahnung. Naja, P2 würde ich sagen, haben wir jetzt auch nach Boxenstopp sicher, denke ich. Na, der Ferrari wird rankommen. Nee, kann er gar nicht. Der muss noch in die Box. Der muss an die Box. Ja. Okay. Der ist irgendwo in der 10er unterwegs. Ah, okay. Der ist noch nicht Boxenstopp bereinigt. Wie lange kann der fahren, bitte? What the fuck? Der musste in die Box nach 20 Minuten. Der hat einen richtig fetten Unfall gehabt. Ach so, gut, okay, dann hat er jetzt. Ja, klar, kann er natürlich jetzt. Okay, ja, klar. Die haben sich ja in der ersten Stunde haben die sich ja alle gegenseitig geeatet, oder? Eben bei dem Benz habe ich auch schon wieder die Chance bekommen, du. Hast du das gesehen gehabt? Mhm. Ja, klar, ich habe alles gesehen. Hier schön auf dem Bremspunkt, schön stehen geblieben, auf der Bremse. Error, wenn du Fragen hast, im Discord ist ein Mod-Channel, da solltest du, glaube ich, reinkommen. Ansonsten kannst du auch mich fragen, Error, wenn du was suchst oder brauchst oder wissen möchtest. Das ging heute nicht, sonst hätte ich mit dir noch gequatscht vorher, aber sag einfach Bescheid, Error. Schreib dir im Discord an und dann I am there. Ah, sorte, okay. War das der gerade? Ah, ja, gut, klar, der gelbe wahrscheinlich, ne? Mhm, das ist der gelbe Fahrer. Ah, ja, genau. Okay. Gegen Rode mag ich eigentlich ungern kämpfen, wenn ich die Reifen streicheln soll. Das lass ihn durch, Maga. Alles gut, der muss eh noch in der Box. Der wird bald reinfahren. Aber auf jeden Fall sehr anstrengend, du. Holy shit. Hm. Sah auch anstrengend aus von außen. Sehr anstrengend. Der muss eh eine Box, Chat. Der muss so oder so eine Box noch. In 2, 3, 4 Runden geht er sowieso rein. Alles ganz entspannt. Das lohnt nicht, da großartig Hackmack zu machen. Er kann jetzt gerne seine 5 Runden da fahren. Und dann. Der ist eh schneller, weil er weniger im Tank hat. Der wird jetzt wahrscheinlich irgendwo bei 20 Liter rumdümpeln. 20, 30. Das lohnt nicht. Thank you.
Also alles gediegen. Viel wichtiger ist, dass wir an den Dings rankommen. Ne, der hat wieder hohen Druck gemacht. 23 Sekunden auf dem T1. 23 Sekunden? Dann haben die jetzt aber auch Reifen nicht gewechselt. Ne, wir, also der ist 23 Sekunden vor uns jetzt. Ja, ja, wir waren aber eben beim Boxen vor 16 Sekunden hinten dran. Naja, wer weiß, was da vorgefallen ist. Also der hat uns auf jeden Fall wieder weiter vor. Ja, 24 Sekunden jetzt. Der fährt jetzt aktuell 1,48,5. Aber 1,50. Naja, aber fährt halt gerade ein bisschen langsamer, ne? Der streichelt die Reifen. Mhm. Die werden wahrscheinlich keine Reifen doppelt ziehen. Error macht's halt. Error sag ich schon. Aber fährt jetzt halt ganz entspannt, ne? Aber wie wir ja gerade schon gesehen haben, Konstanz gewinnt das Rennen. Ja, wir müssen Reifen doppelt zünden, ja. Ava macht jetzt den ersten und dann ich den zweiten, sodass Xentren voll angreifen kann mit frischer Reifen. Weil Xentren ist der schnellste von uns, der soll es dann ausleben quasi. Ich denke, wenn er die Zeiten so beibehält, sollte das aufgehen. 49er. Ja. Mitte so ein bisschen hoch, ja. Er wird ja auch noch schneller. Das sind ja die ersten 30 Liter, die ein bisschen scheiße sind. Wir müssen zweimal Reifen doppelt zünden, ja. Genau. Du, ich bin aber mal kurz 10 Minuten mit Dorfka. Ja, mach das. Bis gleich. Bis gleich. Außer es regnet noch, aber es sieht nicht nach Regen aus. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass wir so fahren müssen. Ja, wenn wir 65 Minuten fahren, fahren wir 8,3 Stints. Das heißt, einer muss so oder so doppelt stinten. Und dann könnte theoretisch der Letzte, der rausfährt, ein und ein bisschen machen. So. Das heißt, in der Theorie könnte man was hinten
Ich glaube, der letzte Cent wäre 30 Minuten. Ja. Das wäre eigentlich ganz gut, weil dann würden wir uns nämlich eine halbe Stunde auf beschissenen Reifen sparen. Theoretisch. Dann könnte man wirklich ja ein kurzes Splash and Dash machen. Wäre eine Idee. Ja. 2 Meter zu spät. Alles gut, nicht schlimm. Nee, kürzer fahren wäre uncool, weil dann sind wir nicht mehr im Rhythmus der anderen Danke mit dem Boxenstopp drin. Danke für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschüss. Dizemo, Dizema, Dizewige, Dizewige. Embedded, Dankeschön für 16. Vielen lieben Dank. So, ich glaube, so von der Theorie her wäre Splash and Dash eigentlich das angenehmste mit den Reifen. Weil dann können wir uns halt wirklich eine halbe Stunde sparen auf scheiß Reifen. Hawaii. Schön wär's. Schön wär's, wenn das so gehen würde. Dizemo, Dizema. Dann haben wir aber nur, dann haben wir 40 Minuten Zeit gespart, wenn wir jetzt 50 Minuten Doppelstints machen. Dankeschön für 57.
Mit Map 1 schaffst du auch keine 50 Minuten, Siggi, glaube ich. Und mit Map 1 und den Reifen und dem Zusatz, nee, mit dem Reifen und dem Zusatzgewicht. Nee, jetzt nicht. Merci. Okay, jetzt doch. Was denn? Ich sitze auf deinem Stuhl, ich weiß. Entschuldigung. Circa 4 Liter, Siggi. Das Ding ist halt, wir sind jetzt in einem guten Zyklus drin. Oder in einem guten Rhythmus. Weil wir haben echt viel Platz nach vorne. Puh. Eingehakt. Sehr viel Ruhe. Halleluja. Das ist aber gut rausgekommen, mein lieber Mann. Also wir müssen auf jeden Fall nicht 2 volle Stints mit alte Reifen fahren. So viel steht schon mal fest. Das sind so Entscheidungen, die können dir halt mal ganz schnell das Knick brechen. Sehr viel Gepoker. Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Nee, erwart keine alten Reifen. Der schont die Reifen, dass er 2 Stints konstantere Zeiten fahren kann. Und im zweiten Stint die Reifen nicht so hart einbrechen. Der schont ihn gerade sehr, sehr, sehr extrem.
Ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Also ich persönlich finde halt zwei volle Stints mit Reifen und einen und anderthalb finde ich am sinnvollsten. Weil ich bin immer, also ich persönlich bin immer gerne für die Übersicht, gerne im selben Rhythmus wie die anderen. Weil wenn du nämlich im selben Rhythmus bist, dann bist du oft in derselben Runde und hast denselben Verkehr. Ist halt angenehmer zum Kämpfen. Weil wenn wir jetzt 2x50 fahren, dann verschiebt sich das exorbitant. Und damit kannst du richtig hart auf die Fresse fallen. Das Einzige, was man noch machen könnte, dass man die halbe Stunde aus dem Endstint nach vorne zieht. Also das jetzt, dann bist du aber richtig... dann bist du richtig im anderen Zyklus drin. Aber das reicht ja nicht aus. Wenn Ava jetzt 2,50 Minuten Stints fährt, reicht das noch nicht aus. Da fehlt ja noch ein bisschen was. Wir fahren 9x60. Wir fahren 540 Minuten durch 65 sind 8,3. So, 0,3 sind 100%. 60. Genau das ist das, was ich gerade sage, ist dann. Genau das ist das Problem, was ich auch sehe, dass wir irgendwann richtig hart im Verkehr feststecken könnten. Ich bin gerade 0,31. Also wir haben 8,31 Stints. Und 8,31, das heißt, es wären... Ich will gerade rausfinden, was 0,31 in Minuten sind. Bin ich bescheuert? Wo ist mein...
Wo ist mein Mathe-Ding hin in meinem Kopf? Ah, jetzt habe ich es. Sind 20,15 Minuten. Okay, ich schlage das mal Ava vor. Also wären 20 Minuten, müssen wir machen. Ava. Jo. Habt ihr die Strategie ausklamüsert? Ja. Also, was hältst du davon, wenn wir zweimal 50 Minuten Stints fahren? Ja, ist kein Problem. Kann ich ja jetzt auf dem Web einschalten, oder? Ja, theoretisch. Weil dann sind wir nämlich durch. Jo. Also dann müssen wir danach keine Reifen mehr sparen. Jo. Also, mal gleich. Ich habe jetzt noch 73,1 Liter drinne. 22 Runden. Und 37 Minuten noch Rest. Ja. Dann komm mal, orientier dich mal so, dass du bei 10 Minuten Restzeit, nee, 15 Minuten Restzeit reinkommst. Okay. Oh, jetzt war ich abgelenkt. Gut, dann kann ich auf Maps einschalten, denke ich mal. Ja. Okay, volle Möhre. Wobei, so viel volle Möhre darf ich auch nicht gehen. Ich soll ja die Reifen nicht überstrapazieren. Dilemma. Das heißt ja theoretisch, jetzt mal nur für mich zum Verständnis, Chat. Wenn Ava jetzt zweimal 50 Minuten fährt, dann haben wir die 20 Minuten rausgeholt. Sehe ich das richtig? Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Dann ist doch nach Ava, können wir doch immer Reifen wechseln. Bis zum Ende durch. Also muss ich theoretisch auch noch 2x50 fahren. Also, mal sehen, was das wird, Leute. Mark, moin.
Aber schon die Reifen, der fährt nicht volle Lotte gegen den vorne, gegen den Mercedes. Aber muss ja den die Reifen doppelt stinten. Du kannst halt mit Doppelstints nicht volle Esse anballern, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Also Ava 250er, ich 250er und dann sind wir fein raus. Schauen wir mal. Das ist nämlich genau, Vater, das ist genau das, was ich mir auch gerade denke. Genau deswegen bin ich eigentlich dagegen, mitten im Rennen so einen Scheiß zu machen. Also nach all den Jahren oder nach all den Rennen fühle ich das nicht so, ehrlich gesagt. Ja, Refs sind weniger. Aber? Ja. Kommando wieder zurück? Jo. Das ist zu risky. Das ist wirklich zu risky. Wenn irgendwas passiert zwischendurch, sind wir am Arsch. Copy. Es wäre witzig, aber das ist echt viel Gepoker. Und da muss ganz, ganz viel für uns hinhauen. Hab schon auf Map 2 wieder umgeschaltet. Ja, ja. Fahr so lange, wie es geht. Das ist zu viel gepokert, Chat. Da kann so viel falsch. Oh, Verzeihung. Kein Ding. Da kann so viel falsch gehen. Ey, denn lieber, also ich glaube, dann ist es wirklich sinnvoller, die Zeiten aus den Stints. Man muss auch mal was riskieren, wenn man gewinnen will. Ja. Ja. Aber das ist leider. Da sind die Chancen einfach Quatsch. Lass da Full Course Yellow reindonnern, lass da irgendein Crash reinkommen, lass dies, das, Ananas und dann ist das so wie. Wie Sigi sagt, dann ist das ganze Gerechner eigentlich schon für den Arsch. So, wenn wir jetzt mit Map 2 die 65 Minuten bis voller Esse hinten rausfahren, dann haben wir einen super kurzen Splash and Dash. Dann haben wir einen super kurzen Splash and Dash drinne und eine extrem verkürzte Zeit für die Reifen, was sinnvoller wäre. Weil wir mit diesem super kurzen Splash and Dash in Monza nicht so viel Zeit verlieren.
Und das hat nachher am Ende des Tages nichts mit riskieren zu tun, sondern jetzt gerade lohnt sich das nicht, das so zu planen. Ja, 63 und 64. Aber das ist auch okay. Weil wenn jetzt, sag ich mal, am Ende 3 Stunden übrig bleiben, dann kannst du am Ende nochmal ein Stint auf eine halbe Stunde cutten, sodass du die letzten beiden voll rausfahren kannst. Weil da ist es dann sinnvoller. Ja, man kommt so auf 65 Minuten mit Boxen reinfahren und rausfahren. Das ist richtig, ja, Stuhlfahrt. Ich hoffe, wir extenden noch bald wieder. Ich muss auf Toilette. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss raus. Peace. Tschüss. Huh. Oh ja, Dankeschön für 29. Machst du Pipi? Nee, ich muss Nummer 2. Sechs, sieben, sieben. Aber fährt gerade reifenschonend, Spoiler. Deswegen sind wir ein bisschen weiter hinten. Aber ist nichts Schlimmes. Jetzt möchte ich gerne endlich mal eine Runde haben, wo nichts in der Schikane ist.
Ja, aber schon die Reifen schon sehr gut. Also sieht wirklich super entspannt aus. Immer noch. Also sieht wirklich gut aus gerade. Die Zeiten sind zwar nicht so prickelnd, aber... bleibt halt auch nicht aus mit dem Verkehr. Es bleibt nicht aus, aber das ist okay. Alles noch warm. Doch, P4 holt auf. Wir waren am Anfang, 10 Sekunden weg. P2 setzt sich ab und 1 auch. Also die machen richtig Fahrt gerade. Aber die müssen auch nochmal doppelt zünden. Wobei der Mercedes hat schon gedoppelt zündet. Einmal. Ich glaube, eine Runde fürs Ego, Rex. Naja, zwei Runden oder zwei Stunden mit 30 extra Kilo auf der Reihe, also 30 Kilo extra, ist schon echt heavy, also unterschätzt das nicht. Reifen Doppelstint ist schon ganz schön heftig. Viel Spaß, Devil. Hau rein, Schuhus. Also das ist wirklich schon ziemlich heftig und das wird auch oft unterschätzt, wie die zweite Stunde auf den Reifen aussieht. Wir haben das jetzt einfach, wir haben das jetzt über Bord geworfen. Wir fahren safe das Ding. Wir fahren das jetzt ein bisschen safer. Ja, die Bremsen merken, ach, die Bremsen halten das Ticket durch. Ja, ja. Die Bremsen gehen erst ab 12 Stunden los. Die machen das dicke mit. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz entspannt. Kuraka. Kuraka meine ich. Habt ihr erstmal schön 3-5 Stunden hingesetzt zum Rechnen. Ach ihr Penner, jetzt seid ihr schon fertig mit der Scheiße. Und ich habe hier gerade mein Mathe-F rausgeholt und habe alle Regeln nochmal nachgeguckt. Hallo, bin ich wieder. Bibi. Gerade noch schön gegessen. Ja, ist schon gut. Hat's geschmeckt? Ja, war gut. Ist gut. Das ist nämlich prima, weil ich muss nämlich schon seit ein bisschen Nummer 2.
Okay, ja, dann viel Spaß. Ja, viel Spaß mit Chat. Mach mal schnell Nummer 2. Hallo, Chat. Hab mir eben nochmal die ganzen Replays angeschaut. An erster Stelle sorry für das komische Rumgehate von mir. Das ist ja unerträglich. Aber in dem Moment ging es mir einfach so durch die Latte durch. Dann muss ich das einfach loslassen. Beim Magga muss es auch raus, ne? Druckabfall. Ah, ich hätte gesagt, geil. Hase.